Also ehre deinen Vater und halte den Generationenpakt ein, meint auch, die nimmt auch Bezug auf diese Geschichte aus dem Alten Testament des Herrn David, König David, wo er zu seinem Sohn sagt, du kannst meinen Harem übernehmen, du kannst alles, was ich dir erbe, nehmen, den Nachlass, aber zuerst gehst du dort und dorthin und bringst meinen Feind herum. Das heißt, aus dem Sterbebett heraus hat König David noch andere umlegen lassen. Das heißt, ehre Vater und Mutter, damit du lange am Leben bleibst. Also, wenn du den Generationenvertrag einhältst, wird dir nichts geschehen. Andernfalls wirst du mit Gewalttätigkeit rechnen können, also mit einem Racheakt sozusagen.